Ihr denkt, ihr kennt euch wirklich gut mit den Features eurer Xbox aus? Wir haben in diesem Video 5 Funktionen für euch, die ihr vielleicht noch nicht ausprobiert habt. Einige dieser Features sind bereits seit längerem verfügbar. Andere kamen erst kürzlich oder durch neue Xbox-Partner hinzu. Eines haben alle Features jedoch gemein: Sie sind enorm praktisch. Und bevor wir es vergessen, wollt ihr immer über Xbox One und Xbox Series X auf dem Laufenden bleiben? Dann klickt einfach auf den Abo-Button und verpasst keines unserer Videos. Beginnen wir mit der Co-Piloten-Funktion. Mit dieser verknüpft ihr 2 Controller und könnt sie gemeinsam so wie einen einzelnen Controller verwenden. Falls ihr euch jetzt fragt, wieso sollte man das tun? Nun, vielleicht helft ihr einem Freund oder einer Freundin oder einem Familienmitglied bei einem neuen Spiel. Und das ganz ohne ihnen den Controller aus der Hand nehmen zu müssen. Der Co-Pilot unterstützt zudem das barrierefreie Spielen. Menschen mit körperlichen Einschränkungen finden sich so leichter und schneller in Games zurecht. Manchmal macht es aber auch einfach nur Spaß, besondere Herausforderungen im Koop mit Freunden zu meistern. Egal, ob ihr unerfahrenen Spielern helfen oder ein Solo-Game gemeinsam knacken möchtet, der Co-Pilot hilft euch. Probiert die Co-Piloten-Funktion doch mal selbst aus. Wie das funktioniert? Kinderleicht. Wechselt einfach vom Xbox-Dashboard in die Einstellungen. Klickt dort auf Erleichterte Bedienung und anschließend auf Controller. Hier findet ihr die Option Einstellungen für Co-Pilot. Aktiviert jetzt den 2. Controller und klickt auf Co-Pilot einschalten. Und schon kann es losgehen. Habt ihr die Co-Pilot-Funktion schon einmal getestet? Dann schreibt uns gerne in die Kommentare, wie sie euch gefällt. Jugendschutz spielt auf Xbox eine große Rolle. Da dürfen entsprechende Optionen natürlich nicht fehlen. In den Familieneinstellungen legt ihr eigene Profile für alle Nutzer an und bestimmt, welche Inhalte für sie zugelassen sind. Spiele, Musik, Filme, Apps, ihr entscheidet, was das Richtige ist. So behaltet ihr die volle Kontrolle darüber, wie eure Xbox One genutzt wird und welches Familienmitglied worauf Zugriff hat. Um diese Option einzurichten, geht in die Einstellungen, klickt auf Konto und anschließend auf Jugendschutz. Erstellt nun die benötigten Profile für alle Nutzer. Im Menüpunkt Inhaltseinschränkung bestimmt ihr dann, welche Inhalte ihr freigebt. Wir alle wissen, Videospiele sind mehr als nur das reine Spielen an sich. Oft geht es um Freundschaften und um das gemeinsame Erleben von Abenteuern. Deshalb hilft euch Xbox beim Finden neuer Teamkollegen. Sucht ihr etwa einen 4. Mitstreiter für Call of Duty Warzone, ist die Gruppensuche genau das Richtige. Die Nutzung ist denkbar simpel. Klickt einfach auf die Xbox-Taste eures Controllers und springt dann in den Bereich Multiplayer. Wählt hier Gruppensuche aus. Klickt anschließend auf Beiträge durchsuchen oder erstellen. So findet ihr andere Mitspieler und Teams, die ebenfalls nach Mitstreitern suchen. Tags wie neue Spieler willkommen oder auch die Sprache grenzen die Auswahl weiter ein. In der Gruppensuche der einzelnen Spiele könnt ihr zudem eigene Beiträge erstellen und so gezielt nach neuen Mitspielern suchen. Das beschleunigt die Teambildung deutlich und verbindet euch unkompliziert mit gleichgesinnten Xbox-Fans. Ja, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Auch auf Xbox One könnt ihr euren Liebsten im Handumdrehen eine Freude machen. Wenn ihr im Microsoft Store einkauft, wählt einfach als Geschenk kaufen aus. Im Anschluss öffnet sich eure Freundesliste und ihr könnt den oder die Glückliche anklicken, für den das Geschenk sein soll. Ihr habt keine Idee, was ihr verschenken könntet? Wie wäre es mit einem Abo für den Xbox Game Pass oder einfach ein aktuelles Spiel wie Minecraft Dungeons? Seid ihr große Musik- und Podcast-Fans, folgt jetzt der ultimative Tipp für euch. Lasst einfach Spotify im Hintergrund laufen, während ihr spielt. Installiert die App auf eurer Xbox und meldet euch an. Schon lauscht ihr euren liebsten Tracks, Podcasts oder Playlists und spielt dabei, worauf immer ihr gerade Lust habt. Wie wäre es beispielsweise mit einer Partie FIFA 20? Der eigene Soundtrack sorgt definitiv für Stimmung und macht besondere Momente noch unvergesslicher. Das waren nur einige der vielen Funktionen eurer Xbox One. Wollt ihr immer auf dem neuesten Stand sein, dann registriert euch beim Insider-Programm unter insider.windows.com. Dadurch erhaltet ihr unter anderem Zugriff auf frühe Testversionen des Xbox-Systems. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was eure liebsten Xbox-Funktionen sind. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Abo da und drückt den Like-Button. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns online.